Willkommen zu einem neuen Video von Parkour Pika, auch ein Spiel im Corona-Turnier. Als erstes machen wir den Parkour, aber ich werde ihn im Schnelldurchlauf abspielen, weil es sonst viel zu lang dauern würde. Ich habe ihm geholfen. Okay, jetzt bin ich kurz vorm Ende vom Parcours. Und ja, hier jetzt sozusagen Siegesstraße. Mal gucken und jetzt muss ich entscheiden. Und hab gewonnen! Okay, jetzt zeige ich euch zusammen Simon, der blaue Roboter da, und Juni. Dieser komische grün, rot, orangene, keine Ahnung, Pinguin soll es angeblich sein, keine Ahnung. Es gibt doch so eine Art einäugiger Pinguin-Charakter. Ja.
Also fangen wir mit dem Shooting Training an. Wir machen diesen Typ hier kenne ich nicht. Aber ich hoffe, er wird uns helfen. Ja, die helfen uns. Denk, hoffe ich. Ich habe noch keine Waffe. Fabi hat uns alle Waffen weggenommen. Ah, schnapp. Ja, er hilft uns. Komm, Simon. Ich bin da. Ja, genau, Juli, töte mich. Schieß mich ab, los. Super. Entschuldige. Ja, geschafft, Casio. Ey, die Dinger spawnen. Ah. Ah. Fabi, ich rette dich, oder versuch's zumindest, wenn ich eine Waffe hätte. Juhu, wir haben es geschafft. Ich bin schon längst bei dir, du Idiot. Okay, jetzt kommen wir zum Drachen. Gib mir ein Schwert. Oh, warte mal, ich habe eine Pistole. Ha, ich bin ein Cheater. Ja, wir haben es geschafft. Juhu. Nein, 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 nein. Töte es, bevor es Eier legt. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben bestanden, weil wir so gut sind. Vor allem ich. So. Ja, komm, Juli. Wir machen zwei Kills, aber mehr nicht. Ja, ich nehme meinen Panzer. Granatenwerfer. Irgendein Idiot hat mich auf einen Panzer geschubst. Geht es? Nein. Mist, irgendjemand hat meinen Panzer zerstört und ich bin rausgeschossen. Boah, war das knapp. Au! Ja! Okay, jetzt kommt das nächste. Das Hover Race. Da habe ich ein paar schöne Autos gebaut. Hier einmal ein Panzer oder einen schönen Optimus Prime, ein Motorrad. Zwei ganz normale Autos. Hier ein paar schöne Luxuslimousinen, besteht zwar aus zwei Teilen, aber egal. Ich glaube, ich fahre diesen BMW hier. Genau ich den hier, der nicht mehr da ist. Oh Mann, ich hasse diese neidisch und tot. Wir haben sogar Bildgeld aufgenommen und sogar von allerneuesten BMW, wie heißt der? Ich weiß es nicht. Es ist so wie Jeep, so ein BMW. Den haben wir sogar gefotografiert. Wow. Juhu, ich bin der Ultra-Cheater. Diesmal mache ich es richtig und fahre bei der Baustelle ein bisschen langsamer. So. Nein. Muss ich es kennen? Nein. Ist es gut? Ja. Aber wir könnten vielleicht so was Ähnliches mal ausprobieren als Programmer. Jeder hat halt einen Würfel. Ja, es ist halt ein bisschen vielleicht, also es müssen wir halt dann zu 7 oder zu 8 spielen. Dann gibt's, also haben jeder zu Hause einen Würfel und sagt halt die Zahl nicht laut, welche er hat. Okay, und die, naja, eigentlich ist es schlecht. Juhu,
ich bin Skispringer, der auch noch einen Kopfstand beim Skispringen macht. Und geschafft. Okay. Als nächstes kommt eine Welt, wo die neuen zerstörbaren Blöcke vorgeführt werden. Einmal hier so. So irgendwie Minecraft ähnlich irgendwie. So mit so Mini-Blöcken einfach. Oh, ja, hast du alles kaputt. Muss da drin. Ich glaube, eine Fahne finden. Oder du spielst das hier mit ein bisschen härteren Blöcken. Aber dafür auch mit einer stärkeren Waffe. Hier musst du dann drei Flaggen finden. Ja. Das war's dann eigentlich schon. Hier nochmal die ganz weichen Blöcke. Die gehen mit dieser Waffe sehr, sehr schnell kaputt. Ja. Als nächstes kommt. Das Don't Move, das ist sehr lustig. So was mag ich persönlich auch am meisten in anderen Welten. Weil du einfach hier rumhüpfst, ohne dich irgendwie zu bewegen. Funktioniert alles automatisch. Aber manches ist bei dir unnötig, nicht wahr? Also gerade eben war was unnötig. Ja. Und du hast verbessert, gell? Ja. Genau. Juhu! Jetzt eine super Sprungschanze. Juhu! Okay, dann geht's hier weiter. Das ist mein persönlicher Lieblingsteil. Ja. Wie lange hast du eigentlich dafür gebraucht? Keine Ahnung, 1 bis 2 Stunden oder so. Oha. Aber du liegst selber, oder? Nee. Echt? Ach ja, das kann lange dauern. So, machen wir mal Eisleit. Ja. Du rutschst ein bisschen vor, dass du mir nicht den ganzen Mutant wegschnappst. Okay. Und? Juli, du müsstest auch noch ein bisschen warten. Nein! Ich hab's so knapp verpasst. Und? Juhu! Ich warte am Start auf euch. Okay. Kommt nein, der Looping hat nicht funktioniert, zumindest der Dynamit hat nicht ausgelöst, sag ich doch. Ey, es ist schon der 8. Farbe, der dazu kommt. Wow. Ich muss euch nur sagen, diese Welt war einmal eine der meistgespielten Welten. Also die war auf dem ersten Platz für einen Tag. Wenn über 10 Spieler drauf sind, dann geh ins Ziel. Stimmt, ja. So, jetzt ist hier auch die Eisleit zu Ende. Okay. Jetzt kommt das Space PvP. Warte. Und Simon macht Scheiße in Oculus Island. Hier, du schwebst einfach in der Luft. Ich denke, ich muss wieder nachladen. Hä? Ey, Juli, ich tue wieder rum. Ach. Au! Scheiße. Problem ist, wenn du hier einmal in eine Richtung schwungst, bekommst du nach oben oder unten halt, kannst du nicht mehr. Ja, okay, jetzt machen wir das Oculus Island. Scheiße, und ich bin so blöd und laufe immer in das Gift rein. Na, hier sind ein paar schöne Oculus. Der Rosane ist nicht von mir. Ja, der Rosane hat einen anderen Freund von mir gemacht.
Ja, ich. Ja, manchmal ein bisschen. Ach, du warst das, Juli? Ja. Oh! Ja, egal. Simon, das war Juli. Egal, ist doch auch ein Idiot, ne? Genau. Du bist ein Idiot, wenn du Juli beleidigst. Du beleidigst deinen Bruder doch auch immer. Nein. Doch. Nö. Ich bin Scharfschütze hoch aus. Okay, das war das Oculus Island. Jetzt schauen wir uns hier noch ein paar Glitches an. Warte, ich komme gleich. Aber der hat jetzt nicht funktioniert. Manchmal fliegt man hier aus diesem Teleporter dann plötzlich wieder nach oben raus. Ich probiere es einfach nochmal. Da geht doch. So, jetzt schauen wir uns hier mal diesen Glitchblock an. Wenn man drauf springt, dann kann man sich nicht mehr bewegen. Dann hier steckst du ein paar Schalter und wenn du hüpfst, wuhu. So, hier jetzt noch ein Kameraglitch. Da dreht sich die Kamera plötzlich. Du siehst alles falsch rum. Fabi, beim Pool bist du aber da schließlich draußen, okay? Also, schaust du unten zu, okay? Okay. Ich spring von meinem Turm, okay? Ja, das waren die Glitches. Über 6,8 Sekunden für 680, da wird, pro Sekunde. Bist du schon im Pool? Schneller. Fabi, ich bist warte. Du? Ja, ich bin gerade schon. Ich bin jetzt okay, hier cool. Ich spring gleich sofort. Und sofort, wo ich runterspringe, das ist 200 Meter hoch. Blöcke, meinst du? Ja, Blöcke. Dann wird man bis zu 600. Nein! Oh, du hast ja gelandet. Oh! Wo war er? Au! Oh, hallo Simon. Ach, weißt du was? Ich springe einfach, wenn ihr zu blöd seid, es zu treffen. Nein! Ich bin zu blöd, hier hochzufahren. Ach, jetzt übrigens, hier ist auch dieser Teil vom Dornhof. Ich springe runter. So. Das Ultrasprungbrett. Ich hab's und Alter. Juhu, ich lebe noch. Ich bin zum Beispiel auf den Boden aufgegangen. Hä? Über mir bewegt sich ein Block. Aber ich komme halt hier. Wo bist du? Das ist, glaube ich, die Kameraperspektive. Wo bist du? Im Wasser. Hier. Komm mal runter. Siehst du bei mir den Schatten, diesen Block? Über meinen Charakter. Ah, scheint hier auch noch ein Glitch. Naja, jetzt schauen wir mal weiter. Aber da ist noch ein Glitch bei dir. Ich habe einen Glitch bei dir festgestellt. Irgendwo beim Schwimmbad, wenn du da drunter gehst, dann stürzt bei mir Programme ab, also. So, hier, das hier ist Cube Gun, da kannst du einfach mit diesen Würfeln hier rumschießen. Dann, jetzt stecke ich genau in den Würfel fest. So, hier noch ein Auto. Hier die ganzen Blöcke für Cube Gun. Jetzt kommt dann noch das normale PvP. Juli, komm. Ja, genau, ich spring wieder auf das Gift. Hast du den Kasten von PvP? Hast du ihn jetzt gelöscht oder gelassen? Ich hab den gelassen. Kannst du jetzt noch ein anderes PvP einspeichern? Ja, okay. Ist doch ganz witzig geworden. Ja, ein bisschen schon, ja. Hier ein kleiner Geheimnis. Nee, was hast du denn mit den Hintersternen? In der Richtung kommst du in eine geheime Kammer und. Oh. Ja, mal hier ein Teleporter, dann bist du hier, dann wieder zurück. Nein, geh weg.
Ja. Ich werde dich töten. Ich werde dich töten. Ich werde dich töten. Wusste ich doch. Und dich werde ich genauso töten. Muss ich halt auf die altmodische Art töten. So, das war's jetzt noch. Dieses Poison Game, das ist wie ein Parcours halt, wo lauter Gift ist. Und ja, das war's dann für heute. Ciao. Ciao.